Ich bin seit über 30 Jahren SPD-Mitglied. Im April 1986 bin ich in meine Partei eingetreten, nachdem ich vom Unglück in Tschernobyl erfahren habe. Denn da war ich auf dem Spielplatz mit meinen Töchtern und habe gedacht, ich will mich nicht abfinden mit dem Gedanken, dass ich meinen Kindern und Enkeln eine Welt hinterlasse, in der es sich nicht zu leben lohnt. Wir alle sind dafür verantwortlich, diesen Ort so zu verlassen, dass nachfolgende Generationen gut leben können. Deshalb gehören für mich der Schutz unseres Planeten und die soziale Gerechtigkeit untrennbar zusammen. Die Sozialdemokratie wurde zu meiner politischen Heimat, weil sie genau diese Vision hatte und für mich vermittelt hat. Nämlich Soziales und Ökologisches zusammenzubinden, um die Gesellschaft besser zu machen, gerechter eben für alle. Was ist aus diesem sozialdemokratischen Traum einer gerechteren Welt geworden? Meiner Meinung nach wurde er für Machtinteressen geopfert. Das tut mir richtig weh. Einst war die SPD tief in der Gesellschaft verankert. Doch das ständige Abschleifen unserer Grundwerte in den vergangenen Jahren, dadurch ist die einstmals stolze SPD zu einem Schatten ihrer selbst geworden. Mit der SPD wird eher politische Beliebigkeit verbunden. Wir haben uns dem Neoliberalismus unterworfen, vor dem wir eigentlich die Menschen hätten schützen müssen. Und die zahllosen Lippenbekenntnisse einer Erneuerung waren stets nur neuer Lack über dem alten, falschen Kurs. Ich werde immer wieder gefragt, Hilde, warum schmeißt du nicht einfach hin? Das bringt doch eh nichts. Aber aufgeben, das ist nicht mein Ding. Ich glaube weiterhin an eine politische Idee, an die Vision, die den Anspruch hat, unser aller Leben zu verbessern. Jeder Tag zeigt uns doch, dass die sozialdemokratische Vision nicht tot ist. Sie hat nur ihre Heimat verloren. Seit 2011 bin ich Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21. Gemeinsam mit vielen Genossinnen und Genossen kämpfe ich dafür, dass die SPD wieder zu sich selbst findet und die Politik macht, die wir von ihr erwarten. Wir von der DL 21 kämpfen für eine SPD, die ihre Werte aus der Vergangenheit neu entdeckt, sie auf die Gegenwart überträgt, um die Zukunft zu gestalten. Für eine Welt, in der Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit keine Trommeln mehr sind und die Rüstungsindustrie endgültig der Vergangenheit angehört. Für eine Gesellschaft, in der es keine Rolle spielt, woher wir kommen, an was wir glauben oder wen wir lieben. In der man miteinander auch ein Füreinander ist. Und in der ein verantwortungsvolles Handeln den Schutz unserer Umwelt über die Profitinteressen einiger weniger stellt. Wir glauben an menschliche Werte, die eine bessere Welt möglich machen, mit der Hass, Neid und Selbstsucht überwunden werden. Wir kämpfen für eine Politik, für die Solidarität nicht nur ein Wahlkampfbegriff ist und die den Kapitalismus nicht als alternativlos hinnimmt. Indem das Wirtschaftssystem den Menschen dient und nicht umgekehrt. Niemand wird das alles für uns möglich machen, während wir zusehen und applaudieren. Die Verantwortung für eine gute Zukunft liegt bei jedem Einzelnen von uns. Aufbruch und Veränderung gehen nur gemeinsam. Mit vielen Mutigen, die sich zusammenschließen und für etwas kämpfen. Seid Teil der Mutigen. Macht Gerechtigkeit möglich. Macht Umverteilung möglich. Macht Klimaschutz möglich. Macht Veränderung möglich. Macht Sozialdemokratie möglich.